Kann man nicht eigentlich mitschlagen oder ist das ein rein angaranischer Zeitvertreib? Ich glaube nichts für uns. Naja. Gut, gehen wir mal hier rüber. Ne, es gibt hier noch eine andere Aufgabe, würde ich denken. Und das war irgendwo hier drüben. Ah, es wird auch schon auf dem Radar angezeigt. Oder im Hub, besser gesagt. Das war irgendjemand, der sich hier zwischen den Flugzeugen oder zwischen den Fliegern verschanzt hat. Genau. Da ist er. Ein Mensch? So weit hier draußen. Sie müssen wirklich Mut haben. Wenn jemand meinen Leuten helfen kann, dann Sie. Wobei soll ich Ihnen helfen? Die Cat haben nicht weit von hier einen Dart zerstört. Als Vergeltung, nachdem sie der Widerstand vertrieben hatte. Die Leute wurden entweder getötet oder verjagt. Sie mussten alles zurücklassen. Können Ihre Leute irgendwo unterkommen? Man kümmert sich bereits um sie. Aber wir stehen jetzt vor einem neuen Problem. Ich bin Historiker. Und in diesem Dar gab es ein unbezahlbares, angaranisches Artefakt. Eine antike Karte von Volt. Ich habe zwei meiner Kollegen losgeschickt, um sie zu bergen. Aber sie sind dort draußen in Schwierigkeiten geraten. Die Cat kam zurück, um die Sache zu Ende zu bringen. Jetzt brauche ich jemanden, der meinen Leuten dabei hilft, sich den Weg freizukämpfen. Das klingt, als ob ich genau der richtige Mann dafür wäre. Keine Sorge. Ich werde Sie da rausholen. Sie sind unsere Rettung. Ich gebe Ihnen den Nav-Punkt des Dar. Und bitte beeilen Sie sich. Okay, zu den Ruinen von Arrow-S-Kreisen. Ich würde sagen, wir sollten mal auf die Karte schauen. Achso, wir sind gerade hier drin. Kann ich denn irgendwie zurückschalten auf die Karte von Volt oder nicht so, ne? Aber ich kann direkt mich... Halt. Es ist doch die Karte von Volt, bin ich denn blöd? Ah, ja, wo ist denn jetzt was dazugekommen? Das hier unten war schon. Also es ist irgendwo eher auf der Ostseite. Medizinische Vorräte. Das ist übrigens auch was ich noch mit angeleiert habe. Wir hatten mal mit jemandem geredet, der gemeint hatte, wir sollen die medizinischen Vorratslager auffüllen. Allerdings habe ich damals vergessen, die medizinischen Vorräte auch mitzunehmen. Das habe ich dann jetzt gemacht. Die Vorratslager habe ich noch nicht aufgefüllt. Das können wir dann jetzt im Let's Play mitmachen. Hier drüben ist auch ein Lager einfach nur. Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist tatsächlich die Cat-Basis hier unten. Wir machen aber erstmal den Norden unsicher, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wo genau das jetzt mit dem Dar ist, ehrlich gesagt. Naja, ich würde sagen, wir gehen per Schnellreise einfach mal zur Drohne vor. Das geht, glaube ich, schneller, als wenn wir jetzt nochmal durch den Dar rennen. Und weil Techix ist ja doch schon ein größeres Dar. So, und dann machen wir uns auf zum nächsten Abwurfpunkt für so ein Terminal hier. Für so eine Drohne. So. Mal den Ebenenmodus hinein und dann machen wir mal so nach Nordosten. Das müsste ja so ungefähr die richtige Richtung sein, würde ich denken. Schnell auf den Bergmodus gewechselt. So. Und dann können wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Fangen wir ganz im Norden an, oder? Würde ich mal so vorschlagen. Den Cat-Schild beobachten. Das klingt, als ob es erstmal nicht so schlimm wäre, wenn wir einfach bloß den Schild beobachten sollen. Aber wer weiß, was wieder passiert. Oh, schau mal, ein Fragezeichen. Lass mich raten, dieser Turm davon? Mit der unbekannten Technologie? Aha. Mal wieder ein bisschen Reliktkram. Ich glaube, wir fahren einfach mal großzügig dran vorbei. So wichtig ist es jetzt für den Anfang, glaube ich, nicht. So viel interessanter finde ich den Cat-Schild. Und dahinter ist auch schon wieder was. Wie es aussieht. Das sieht nach einer ordentlichen Anlage aus. So, kurzer Blick auf die Karte. Ja, wir müssen noch ein ganz kleines bisschen, um zu dem Cat-Schild zu kommen. Und da hinten ist dann auch der Aufklärungsposten, den wir installieren können. Gut, runter mit uns, wa? Hui! Das ist ein großer Schild. Das ist Jani Ink. Die Cat glauben, sie finden dort irgendein Reliktding. Unsere Leute können den Schild nicht durchbrechen. Er wird von der Hauptkommandobasis ausgesteuert. So, und damit geht's auf zur nächsten Runde gegen ein Parkett.
Bleib mal stehen, Herr Erwählter. Oder flieg noch eine Runde. Wie auch immer du willst. Du darfst wählen. So, er darf sich erstmal ein bisschen ausruhen. Kommt jemand von links? Nein. Okay, ich will wieder mal ein bisschen auf Abstand bleiben. Das ist jetzt doch zu oft schief gegangen in letzter Zeit. So, da reicht ein Schuss. Seine Deckung ist so ultra gut. So, erstmal ein bisschen nachladen. Vetra scheint sich da ja auch gut drum zu kümmern. Okay. Oh Gott. Da schießt schon wieder jemand. Ich sehe sie bloß nicht, das ist das Problem. Wo sind sie denn? Ach, da. Okay, vielleicht gehen wir dann noch mal ein Stück näher ran jetzt. Auf dem Eis kommt man so schlecht vorwärts. So. Raus mit uns. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Ich will doch gar nicht... Wieso lande ich denn vor dem Wagen und nicht auf der Fahrerseite? So, erstmal den weg. Wo ist der andere? Da war doch gerade noch einer. Hallo? Ah, da. Schön zurück auf die Rampe mit dir. Gut, kommt jemand von links? Nein. Okay. Sieh mal an. Ach, Überreste, die ich nicht mitnehmen kann. Stimmt, da war was. Ich erinnere mich. Vielleicht hätte ich, als ich gerade in Techix war, doch mal ein bisschen was abwerfen sollen. What the fuck? Kämpfst du gegen Windmühlen? Oder siehst du tatsächlich jemanden? Da ist tatsächlich noch jemand. Okay. Soweit, so gut erstmal. Kann ich dieses Ding eigentlich bedienen? Nee, ne? Schade, das wäre ziemlich cool. Aber geht leider nicht. So, wir haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ruhe. Wo ist denn dieser Gegner? Der wird mir die ganze Zeit damit angezeigt. Aber ich sehe niemanden. Also hier unten ist er nicht, oben war er aber auch nicht. Na gut, lass uns mal weiterziehen. Vielleicht taucht er ja noch irgendwie magisch auf. Irgendwann mal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz kurz zu dem Aufklärungsposten. Und nachdem wir den aktiviert haben, werden wir nochmal kurz nach Techix gehen, um Zeug zu verkaufen. Wie wäre es damit? Nochmal kurz auf die Karte geschaut. Ah, wir müssen weiter nach Norden. Okay. Aber wenn wir schon hier sind, können wir auch noch kurz nach den Wilderern schauen. Denn die sind ja hier drüben. Da kommt auch schon wieder das Sonar auf dem Hub. Hopsa. Sieht aus, als wären die Wilderer bereits weitergezogen. Na, aber natürlich. Da ist ein Datenpad. Halt! Gut, dass du es erwähnst. Ich hätte es nicht gesehen. Bin ja auch zu faul auszusteigen. Warum sollte ich das auch tun? So, wo haben wir es denn? Wo ist denn das Datenpad, mein Freund? Oh, du hast aber gute Augen, Mensch. Durch die, durch das Blech durch hast du das gesehen. Respekt. Nachricht für Grell. Grell, wir mussten zusammenpacken und den Fischen folgen. Sie sind recht klug, immer so in Bewegung zu bleiben. Verwenden sie einfach das Signal, um uns zu finden. Van hat einen kleinen aufgespießt, ein Kalb wohl. Der Rest ist amok gelaufen und hat sie fast ertränkt. Wir haben sie zurück auf die Krankenstation geschickt, damit sie sich keine Unterkühlung einfängt. Aber deswegen fehlt uns jetzt ein Teammitglied. Also kommen sie möglichst schnell hierher. Arvis. Na, das sind noch ganz sympathische Leute. Leute, sie haben keine Ahnung, was uns die Evara bedeuten. Wir werden uns um diese Wilderer kümmern, Jarl. Das verspreche ich Ihnen. Danke. Ich weiß, es ist nicht leicht zu verstehen. Die Evara sind intelligente, beeindruckende Geschöpfe. Und jetzt werden sie abgeschlachtet. Was heißt nicht leicht zu verstehen? Ich kann das durchaus verstehen, wenn man Wilderer bekämpfen will, die Tierarten ausrotten. Denn es ist eine Sache, wenn Tierarten
aussterben durch natürliche Bedingungen, aber es ist eine ganz andere, wenn sie durch Wilderer abgeschlachtet werden. Einfach nur, weil man, keine Ahnung, irgendwelche Trophäen von ihnen haben will. Also das ist das Abartigste, was ich überhaupt kenne eigentlich. Tiere zu töten, um dann Fotos mit denen zu machen, mit den Leichen, und dann Trophäen mitzunehmen. Also wie man so geschmacklos sein kann, keine Ahnung. Und so lebensverachtend vor allem auch. So, ich glaube, ich sollte dieses Lager noch nicht plündern, denn ich habe keinen Platz. Ich habe es schon wieder vergessen, aber ich habe keinen Platz. So, dann lass uns doch mal hier in Richtung Abwurfstelle gehen. Davon. Wunderbar. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. So, das hätten wir. Damit hätten wir das Wichtigste schon mal erreicht. Das war die falsche Taste. So, und können noch mal ganz kurz nach Tichix zurückgehen. Okay. Ich muss mal schauen, was genau ich jetzt verkaufe. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber wir müssen mal ein bisschen Platz machen, damit wir dann auch... Ja, Sam, ist gut. Damit wir dann auch wirklich mal ein bisschen was mit einsammeln können in den Gegenden, in denen wir unterwegs sind. Das muss ja auch sein. Sam kann schon ein bisschen nervtötend sein. Man muss ihn echt ignorieren lernen. Das ist interessant. So, habt ihr denn hier einen Händler zufälligerweise? Du schaffst das! Yeah, you can do it. Go for it, Tiger. Ah, wird mir auch nicht angezeigt hier. Ach, das sind bloß irgendwelche Zuschauer, denke ich mal, oder? Hier war doch jemand. Hast du nicht Zeug verkauft? Waren. Was verkaufen Sie? Ach nee, doch nicht. Ich handle mit denjenigen, die Dinge wissen. Kleine Annehmlichkeiten. Nichts, was für Sie von Wert wäre. Ja gut, dann tschüss. Danke für das Gespräch. Dann war es eben doch... Ja, der auch Händler heißt. Den gehen wir doch auch zu dem. So. Probieren wir es doch mal hier. Alle Objekte von uns. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Erstmal alle Bergungsgüter verkaufen, würde ich doch sagen. Und ansonsten schauen wir mal hier. Ich glaube, sowas können wir auch verticken, oder? Da an zwei. Ich habe keine Ahnung so richtig. Ich habe keine Ahnung, was wir brauchen und was nicht. Kommen wir. Schlagen jetzt mal einfach zu. Ich muss mich echt mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Es ist schon ein bisschen deprimierend, dass ich überhaupt keine Ahnung von den ganzen Sachen habe. Obwohl ich ja jetzt doch schon eine Weile spiele. Aber das kommt halt davon, wenn man bloß alle zwei, drei Wochen mal eine Runde spielt für eine Stunde oder so oder für zwei. Da blickt man dann halt nicht so wirklich durch. So. Der Kroganische Hammer 2, das ist doch das, was wir gerade tragen, glaube ich, ne? Ja, komm. Wir finden auch garantiert, selbst wenn ich jetzt irgendwas verticken sollte, was ich eigentlich behalten sollte, finden wir auch wieder. Asari-Schwert 1 werde ich nicht mehr benutzen. Das habe ich eine Weile lang getragen, wenn ich mich recht entsinne. So. Ja, weg damit. Komm. Es wird nicht besser mit der Zeit. Gut, ich denke, das reicht erstmal. Haben wir wieder 20 Objektfelder frei. Ein bisschen Geld dazu gewonnen. Und ich glaube, das war wieder mal die falsche Taste. Ich glaube, das sollte erstmal genügen, damit wir wieder ein bisschen sammeln können. Wir wollen ja jetzt schließlich auch keine Händler-Quest-Let's-Play-Runde machen hier. Sondern wir wollen uns den eigentlich schönen Dingen hier auf dem Planeten widmen. Und diese schönen Dinge sind Kämpfe gegen die Cat. Und mit diesen Worten geht's wieder los. So. Dann müssen wir mal schauen, ob wir in diese Kuppel irgendwie reinkommen. Und das vielleicht ohne dabei zerbombt zu werden.
Ich schätze mal, ich kann nicht einfach durchfahren, oder? Nein. Hätte mich auch gewundert. So, jetzt schauen wir doch mal. Ach, diese Dinger sind das. Kann das sein? Diese Geschütze da oben, die mir als Gegner angezeigt werden. Das heißt, ich hätte die zerschießen müssen wahrscheinlich. So, ab mit dir. Ich hoffe, du fliegst gut. Okay, den treffe ich nicht von da aus. Ja, das ist das Geschütz da oben. Dass das als eigener Gegner zählt, das ist es. Gut. Stück vorrücken. Und dann haben wir den dort erstmal weg. Ah, der steht noch. So. Hi. Gefällt mir. So, und weg mit dir. So habe ich mir das vorgestellt. Erst den Schild weg und dann werfen. Ach Mist. Hat aber jemand Glück gehabt. Haben wir es, ja? Gut, ich sammle mal ein bisschen Muni ein. Was piept denn hier so? Ich glaube, wir gehen mal nach oben und schauen mal, ob wir dieses Geschütz ausschalten können. Ja, das wird auch hier wieder als verbleibender Gegner angezeigt. Nee, kann ich nichts kaputt machen dran. Aber das ist es garantiert. Kann ich vielleicht draufhauen? Nicht so wirklich. Okay, ich glaube, die bleiben also. Jetzt wäre immer noch die Frage, was ist das für ein Gepiepe hier? Mal kurz ein bisschen Muni mitnehmen. Ja, gib her. Komm. Piep, piep, piep. Von wo kommt das? Ah, hier vorne. Was ist das? Hallo? Mysteriös. Okay, wir gehen mal zurück zu unserem Nomad. Was auch immer das für ein Gepiepe ist, ich habe keine Ahnung. So, rein in die Hütte. Zumindest haben wir jetzt schon mal die zwei Verteidigungsposten der Cat weggeräumt, die hier so links und rechts mit stehen. So, dann wäre der nächste Auftrag wahrscheinlicherweise da hochzugehen. Mal zu schauen, ob wir darüber den Zugang finden. Wäre jetzt zumindest naheliegend, oder? Oh Gott. Was war das denn? War das eigentlich so flutschig? So, wir sind schon mal drauf. Hopsa. Jetzt. Vielleicht kann man von da oben aus diese Röhre betreten? Wäre möglich. Okay, probieren wir das doch mal. Zurück zum Nomad. Und dann heißt es Bergsteigen. Wieso sind da schon wieder Feinde? Mann, 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 Mann. So, erstmal den Gesalbten weghauen. Ja, ja, Herr Gesalbter. Ach nein, ist ein Gewählter. Der versucht dann noch wegzurennen, aber nein, es soll nicht sein. Lassen wir ihn flattern. So, okay. Ich glaube, wir sollten mal nach da oben. Hallo. Oh, das war aber irgendwie daneben. Scheint aber noch gereicht zu haben von der Bereichswirkung, ja? Du gehst da unten und ich bin King of the Hill. Wie wär's damit? So, das heißt, die müssen jetzt nämlich zu uns hochkommen und wir können sie wieder runterschicken. Finde ich gut.
So, damit hätten wir das auch hier freigeräumt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Verteidigungsposten war, den wir eigentlich schon mal freigeräumt hatten. Hallo? Ach du! Gar nicht gesehen gerade. Oder ob das jetzt ein anderer Verteidigungsposten ist, das ist mir... Doch, das ist der von gerade eben. Der wird sofort wieder neu besetzt. Das finde ich aber uncool. Ich frage mich, ob das daran liegt, dass wir eben eine Sache noch offen haben, nämlich das Geschütz, das wir nicht wegkriegen. Alter, das Eis. Hier kommst du gar nicht von der Stelle. Gut, wir schalten auf Bergmodus und ab nach oben mit uns. Und dann schauen wir mal, ob da ein Zugang ist. Ah! Diese Relais transportieren Energie über große Entfernungen. Ich glaube, das sollten wir mal weiterverfolgen. Einfach immer an der Pipeline lang. Okay, auf dem Bergbau scheiße ich jetzt gerade mal. Upp, was ist denn da passiert? Ach, das ist wie früher mit dem Marco. Ein Traum. Gefällt mir. So, und dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Karte, damit wir auch ein bisschen den Überblick haben, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Ja, wir kommen dann hier unten nämlich schon wieder zu den nächsten Missionen. Ich glaube, das mit den medizinischen Lagern. Ja, wir können ja mal gucken. Hauptsächlich verfolgen wir jetzt aber mal die Spur. Ja, ist klar. Ich glaube, ich gehe da mal rüber. Wollte gerade sagen, hauptsächlich verfolgen wir jetzt die Spur der Pipeline, aber wenn wir so eingeladen werden... Nein, tatsächlich. Wie kommst du denn darauf? Nachdem da gerade ein Catflieger abgehauen ist. So, wo haben wir die denn? Da sind sie ja. Hallo, Freunde. Ups. Das ist irgendwie so ein verwirrendes Kampffeld hier. Okay. Lass ihn fliegen. Okay, weg mit dem. Noch jemand da, der bei der Party jetzt hier eine Hauptrolle spielen will? Oh, was? Da meldet sich tatsächlich jemand zu Wort? So, gehen wir mal zu dem hin. Hopsa. Du kriegst so eins auf die Mütze. Gut, und dann schauen wir doch mal hier drüben vorbei. Hallo? Wer schießt? Doch der. Ich glaube, es hakt. Da stehen die direkt daneben und lassen ihn machen. Ich glaube, das war's. Oh nein, da ist noch einer. War. Ich präzisiere, war. So, jetzt haben wir Ruhe. Ansonsten scheint ja aber nicht viel zu sein. Außer den Cat selbst. Wobei hier drüben, das schauen wir uns mal an. Was ist denn das hier? Kann man hier irgendwas untersuchen? Nö. Hier brennt halt einfach was. Warum auch nicht? Lass es brennen. War meine Waffe jetzt schon nachgeladen? Ja, war sie. Okay. Gut, gut, dann zurück in den Nomad. Und weiter nach Süden. Das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, hier hinzumachen, muss ich mal so feststellen. Da kommen sie! Was? Wer? Von wo? Ich sehe niemanden. Okay, wo ist meine Pipeline? Ach hier, ich bin gerade drüber gefahren. Ich Schlaufuchs. Okay, wir hätten davon auf jeden Fall was. Mal ganz kurz auf die Karte geschaut.
Das wird auch als Ziel angezeigt. Da haben wir auch einen Erinnerungsauslöser und das medizinische Lager ist auch nicht so weit weg. Dann sollten wir da vielleicht mal hin. Vielleicht können wir hier was mitreißen.